Also der Bismarckplatz lädt ein. Und der Bismarckplatz ist, wenn Sie so wollen, die erste große Städtebaumaßnahme hier im Stadtumbaugebiet Gummersbach-Zentrum 2030, also im Bereich der nördlichen Innenstadt. Also zunächst mal gab es einen technischen Anlass, weshalb wir uns mit dem Thema beschäftigt waren. Das war die Undichtigkeit der Tiefgaragendecke, die sich ja unter dem Bismarckplatz befindet. Dort hat es zunehmend getropft. Das heißt, es war klar, dass es schadhafte Stellen in der Abdichtung gab. Das hat uns dazu veranlasst, auch über die Gestaltung des Platzes nachzudenken, denn der Platz, entstanden in den 80er Jahren, war in die Jahre gekommen. Der Belag war mehrfach ausgebessert worden. Wir hatten wenig Sitzmöglichkeiten. Diejenigen, die da waren, waren in einem schlechten Zustand, sodass wir gesagt haben, wir müssen hier den ganzen Platz erneuern, neu gestalten und dem Platz ein neues Gesicht geben. Ja, das sind natürlich vor allen Dingen unsere Marktbeschicker aus Gummersbach, aber auch von weiter her, die jetzt hier hinkommen, die auch sicherlich jetzt stärker wieder auf den Bismarckplatz zurückkehren werden. Das ist übrigens alles so im Einzelnen mit denen abgestimmt worden. Vieles, was man so mit bloßem Auge vielleicht als Laie gar nicht erkennt. Also wir haben natürlich hier neue Versorgungsleitungen, wir haben hier optimale Stellplätze für die Marktbeschicker und es gibt natürlich für diejenigen, die hier auf den Platz kommen, es gibt sehr schöne Sitzgelegenheiten, also Stadtmobiliar, wir haben das Ganze aufgelockert durch Pflanzen, Pflanzkübel und eine großzügig angelegte Treppe zur Schützenstraße hin. Und ein Eyecatcher sind aus meiner Sicht die Leuchtstelen bzw. hier die große Bogenlampe. Licht ist ja immer ein wichtiges Element, vor allen Dingen auch in der dunklen Jahreszeit oder in den Abendstunden, um dadurch auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Und Licht macht das Ganze dann natürlich auch noch freundlicher. Ja, wenn die Zeit reicht, weil da alle hinwollen, ist natürlich der Fischstand immer eine Anlaufstelle. Also so ein heißer Backfisch, das ist schon was Feines. Aber wie gesagt, da wollen alle hin, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Aber hier auf dem Markt kann man insgesamt sehr gut einkaufen, mache ich auch privat. Also es gibt hier ein tolles Angebot und ich denke, das sind die Marktbeschicker, das sind die es auch wert. Die haben hier hochwertige, sehr, sehr gute Produkte und das sollte man sich unbedingt gönnen.